Ein stummer Zeuge des Zweiten Weltkrieges. In der Adria vor Kroatien ist das Wrack eines deutschen Kampfflugzeugs entdeckt worden. Der gut erhaltene sogenannte Stuka-Bomber war vermutlich im April 1941 für die italienische Luftwaffe im Einsatz, als die damalige jugoslawische Marine ihn abschoss. Die Maschine, eine Junkers Ju-87, wurde als Sturzkampfflugzeug eingesetzt. Sie warf Bomben im Sturzflug ab. Von den mehreren tausend Maschinen dieses Typs gibt es heute so gut wie keine intakten Exemplare mehr. Das neu entdeckte Stuka-Wrack liegt seit mehr als 70 Jahren in etwa 28 Metern Tiefe nahe der Südküste der kroatischen Mittelmeerinsel Sirje, 340 Kilometer südlich von Zagreb. Wann es geborgen wird, steht noch nicht fest.